Hallo Grillfreunde, wieder Sonntag, neues Video angesagt. Ich habe heute vor Teriyaki Hühnchen zu machen. Wenn ihr wissen wollt, wie das geht, dann bleibt dran, ich zeige euch alles. Also erstmal Zutaten hier unten. So, hier liegen sie, zwei Stück. 1,2 Kilo circa, das sind Fleischhähnchen. Für jedes Hähnchen brauche ich eine Knoblauchzehe. Ja, hier die Hälfte vom Ingwer. Eine Teriyaki-Soße, Limette, ein bisschen Frühlingszwiebel. Und hier habe ich noch einen Birben. Schaut bei den Hühnchen mal hier hinten rein. Da haben die immer noch so einen Fettansatz, den will ich nicht haben. Den mache ich entsprechend raus. Braucht kein Mensch. Auf der Seite ist es schon raus. Und guckt einfach mal rein, wie es drin aussieht, ob da noch irgendwo Fett dran ist. Macht das alles ab. Ich will die auf dem Drehspieß machen. Das ist schon alles an Vorbereitung. Die kommen in die Tüte rein. Ich zeige euch jetzt, wie ich die Marinade mache. Frühlingszwiebeln habe ich schon mal klein geschnitten. Den Ingwer werde ich hier raspeln. Das erste Mal beim Videodreh, die Reibe ist scharf, kann man sehen. Ah ja, stellt nicht scharf. Ich habe mir ein Pflaster drauf gemacht, ich ziehe mir jetzt entsprechende Handschuhe an. Ja, ein bisschen Rotfärbung möchte ich hier natürlich nicht drin haben. Den Knoblauch werde ich diesmal pressen. Ihr wisst, ich bin kein großer Freund von Pressen. Ich schneide es lieber klein, hack's lieber klein, aber in der Marinade macht sich sicherlich gepresster Knoblauch besser, weil es einfach feiner wird. Dann mache ich schon mal den Birben hier dran. Der Saft von der ganzen Limette. Und dann haben wir hier natürlich die Teriyaki-Soße. Die ist schon ganz schön dickflüssig, von daher, das passt soweit. Und das vermengen wir erstmal. So sieht das Ganze aus, riecht sehr lecker. Ich überlege, ob ich noch ein bisschen Honig dran mache. Mal gucken, ich koste mal und dann sage ich, ob ich noch Honig dran mache. Mir fehlt noch ein bisschen Bums an der Soße, ich habe mal gekostet. Und oh, das blendet. Ich habe hier so ein bisschen Chiliöl. Da werde ich noch einen Teelöffel mit dran machen. Ich habe mir jetzt hier so ein paar Tüten vorbereitet. Das macht es einfach einfacher beim Marinieren. Die Marinade hier mit dem Chiliöl, das kommt richtig gut. Ich fülle das jetzt hier rein. Und dann können wir das entsprechend schön hier drinnen vermengen. So sieht es also jetzt aus. Ich habe hier eine Doppelschweißnaht gesetzt. Das Hähnchen wird jetzt hier, ja, schön durchgewalkt, damit überall von der Marinade was drin ist. Auch im Inneren des Hühnchen. Und im günstigsten Fall lasst ihr die dann auf der Brustseite liegen. Da ist einfach das dickste Fleisch. Gibt es den meisten Geschmack. Hier hinten am Rückgrat ist halt nicht so viel. Ich packe das jetzt für 2 Stunden mindestens in die Kühlung, damit das durchmarinieren kann. Und dann, ja, kommen sie schon auf den Grill. Hähnchen sind jetzt lange genug mariniert. Ich befreie die jetzt mal hier aus der Verpackung. Die Marinade werde ich nicht entsorgen. Ich lasse die erstmal hier in der Tüte. Die werde ich nachher vielleicht noch zum Einpinseln benutzen. Das riecht schon mal verdammt lecker. Ich mache die jetzt auf den Spieß. Werde die Beine und die Flügel noch fixieren und zeige euch, wie sie dann hier drauf sind. So sieht es jetzt aus. Gehen die so rauf auf den Grill, Ausgleichsgewicht dran und ja, mal gucken, wie es schmeckt. Also riechen tut schon fantastisch. Hier habe ich jetzt die Marinade aus den Beuteln. Die nehme ich einfach mit raus und ja, mal gucken, vielleicht streiche ich die da immer noch mal ein bisschen mit ein. Wird bestimmt ein bisschen karamellisieren an der Haut. Kommt bestimmt gar nicht so schlecht. Ich probiere es aus.
Ihr seht ja das Endergebnis dann nachher. Ich bin noch ganz schön rot vom Laufen mit den Hunden. In der Zeit hat meine Frauchen hier was gemacht. Lecker Baguettes, die soll es zu den Hähnchen dazugeben. Ich habe es immer noch nicht dazu gekriegt, mal so ein Rezept aufzunehmen, zu verfilmen. Und hier im Hintergrund habe ich noch was. Hat sie auch gemacht, ein schönes Toastbrot. Da werde ich mir natürlich meine Schnittchen für die Arbeit machen. Perfekt, die kriegt das immer hin. Ich muss sie echt mal überreden. Der Grill heizt schon vor und ich habe mir auch was anderes angezogen. Ja, ich möchte dich gleich bei den neuen Sachen einsauen. Wir gehen jetzt raus, schmeißen die Dinger auf den Grill und dann lassen wir es uns schmecken, wenn es fertig ist. Ich zeige euch immer mal wieder, wie die aussehen und werde immer versuchen noch zu bepinseln. Mal gucken, ob das funktioniert. Wenn nicht, lasse ich es einfach weg, aber ihr seid ja live dabei. Hier haben wir jetzt unser Federvieh. Ja, ohne Federn. Mit Federn ist es nicht schlecht. Ich warte jetzt noch, bis der Grill hinter mir aufgeheizt ist. Ich mache das hier auf dem Broil King. Der steht 120 Grad gerade. Ich will so 160, 180 Grad haben. Dann packen wir die drauf, hole ich aber entsprechend ran. Gibt es noch was zu sagen? Nö, eigentlich nicht. Außer, dass heute Schnee liegt, es arschkalt ist. Deswegen bin ich auch hier ein bisschen fett angezogen. Sehr aus wie Michelin-Männchen. Aber wir kriegen das alles hin. Die Zeit ist reif. 160 Grad sind erreicht. Jetzt kommt unser Spieß da rein. Und die Schale packe ich drunter als Tropfschale. Ich möchte einfach nicht, dass das ganze Fett da unten reintropft oder die Marinade. Das saugt mir noch alles ein. Die kriegen wir so wieder sauber. Und jetzt machen wir den Drehmotor an. So rum gefällt mir das gut. Ich will eventuell nachher noch den Heckbrenner anmachen, um die Haut aufzuknuspern. Aber wie gesagt, schauen wir, wie sich das entwickelt. Eine Stunde haben wir die Hühnchen jetzt da drauf. So lange wird es nicht mehr dauern. Ich habe schon mal nachgemessen, ist so bei knappen 70 Grad. Also Hühnchen sollte immer gut durch sein. 80 Grad will ich erreichen. Lass uns mal reinschauen. Wenn die fertig sind, sehen wir uns natürlich drin. Ich nehme die dann runter und zum Verkosten, ja, drin natürlich. Ich mache mal den Deckel hoch. Oh, das sieht schon vielversprechend aus. Also wenn es so schmeckt, wie es aussieht. Jo. Das sieht fantastisch aus. Ich schneide das jetzt mal halb. Eine knusprige Haut haben wir natürlich nicht, dadurch, dass ich die immer eingepinselt habe. Aber dafür haben wir mehr Geschmack. Oh, das sieht gut aus. Was soll ich sagen? Ich habe mir schon mal die Finger abgeleckt. Das ist hervorragend. Ich habe schon mal ein bisschen zerteilt. Saftig ist es. Keule. Das ist, also das solltet ihr unbedingt mal nachmachen, das ist absolut genial. Und wenn ihr die Möglichkeit habt und meine Frau das Rezept rausrückt, hier das Baguette. Sehr, sehr lecker. Also, ich bin jetzt raus. Lasst es mir schmecken mit meiner Familie. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben. Und seid nicht so faul, abonniert meinen Kanal. Ich freue mich über jeden, den ich sehe, der meinen Kanal abonniert. Also, bis zum nächsten Mal, euer Y-Barbecue.